Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Wir müssen jetzt endlich mal hier hin, um ins nächste DLC zu kommen. Wir sind dabei, dieses Grat zu betreten. Ihr Fortschritt wird gespeichert. Ja, möchte ich. Ich möchte dieses Grab, dieses DLC-Grab betreten. Ich glaube, es hieß Ehrenschöpfer. Und, ja. Mal gucken. Die Ehrenschöpfer. Erreichen Sie den Schild des Ehrenschöpfers. Gut. Erstmal da hinkommen. Würde ich sagen. So, jetzt gibt es schon wieder zwei Wege, ne? Das finde ich ja schon zum Kotzen. Welchen Weg geht man dann? Aha. Gut, dass wir unten lang gegangen sind. Ich frage mich, ob diese DLC-Hit-Dinger hier, diese. Ich weiß nicht was. Ob die dazugehören. Zu den 100%. Weil es ja trotzdem DLC-Content ist. Aber hey, wir machen das schon irgendwie. Du willst, dass ich darüber springe? Tja, anders bleibt mir nichts übrig, ne? Und immer umgucken, vielleicht gibt es hier ja auch so Herausforderungsscheiße. Zum Beispiel das Ding da, was da hängt. Okay, nee, gibt es nicht. Okay, wo müssen wir hin? Ah ja, natürlich. Ist ja klar. Oh, und let's go! Gehen wir da um. Okay. Hatten wir letztes Mal Gegner bei diesem Grab? Also bei dem DLC, bei dem anderen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hier lang gehe. Wo willst du denn eigentlich? Ach, da rüber. Ich denke mal abseits, ne? So krank, einfach nur an dieser glitschigen Wand rumzueiern. Das ist einfach zu crazy. Okay, da oben sehe ich schon was Krasses. Dieser Sprung ist auch so krank, ne? Wenn einmal dieser Haken es nicht trifft, ist einfach instant tot. Moin. Yo, noch lautere Musik. Yeah. Sonst ist hier nichts. Wie ist das hier? Ah, oh, der Himmel sieht geil aus. Okay, in diese Richtung sieht der Himmel nicht so geil aus. In diese Richtung schon. Conquistadores. Sie sind weiter gekommen als gedacht. Ah, die spanischen Typen hier. Möge der Allmächtige in seiner unerschöpflichen Gnade die Seelen dieser treuen Männer segnen und sie an seiner Seite ins ewige Paradies aufnehmen. Sie haben mir gut gedient und ohne ihre Unterstützung hätte ich mit Sicherheit niemals erblickt, was die Paitizianer den Schild des Ehrenschöpfers nennen. Ich bedauere es darum sehr, dass ich sie im Rahmen meiner wieder erstarkten Verpflichtung gegenüber meiner heiligen Mission ihrer letzten Belohnung zuführen musste. Das Geheimnis, das der Schild mir offenbarte, kann ich niemandem außer mir selbst anvertrauen. Also ließ ich es zurück und erfüllte nach meiner Rückkehr mit meiner Eskorte in aller Demut meine Pflicht. In Gottes Namen, Amen. Oh, er hat den Schild zurückgelassen. Aha. Er hat den Schild nicht mitgenommen. Was übrigens gerade sehr gut ist, wir kriegen hier Bergungsgut.
Wir haben so Probleme mit Bergungsgut, ne? Wir könnten echt mal die Rüstung wechseln vielleicht. Aber was ist das hier? Da ist doch wieder ein zweiter Weg. Wie komme ich da hin? Muss ich da an die Dinger dran springen oder Nö. Ja, hätte ja sein können, ne? Da kommt man also gar nicht hin. Guck mal, die Map zeigt mir auch hier nichts an, okay. Bergungsgut, yes. Oh, sowas wie im ersten Teil. Also dieser windigen Schlucht im ersten. Also im ersten Teil der Trilogie. Ach so, lustiges Merkmal noch zu der Trilogie. Ich weiß mittlerweile, dass wir den letzten Teil spielen, ja? Also, das ist der letzte Teil der Trilogie. Und nicht der zweite, so wie ich am Anfang dachte. Das weiß ich aber schon ein bisschen länger. Die Brücke ist bestimmt durch ein Erdbeben eingestürzt. Okay, da kann ich auch hin. Okay, ich muss mich immer verstecken, ja. Okay. Oh oh. Tschüss. Okay, damit kann ich nichts machen. Okay, hier kann mir nichts passieren, oder? Was ist da oben? Ich weiß es nicht. Da oben könnte was sein, ne? Da ist nichts. Okay, hier ist nichts. Ich höre nur Ratten. Sie konnten die Tür nicht öffnen, also haben sie gesprengt. Oh, lol. Ach so, ja, einfach nach unten gesprengt. Das ist ja natürlich logisch, wenn hier so 300 Millionen Schluchten sind, erstmal nach unten sprengen. Ist klar. Muss ich jetzt auch dahin? Ach, Scheiße. Hey. Das könnte der Schrein von Cha'ark sein. Tja, wer auch immer das sein soll. Hallo, lass mal los, Lara. Lara. Hier liegt nur eine Waffe. Da. Eine alte Weapon. Okay, das ist ein sehr regnerisches DLC. Aber der Weg führt zum Tempel. Also letztes Mal hatten wir DLC komplett in der Höhle, jetzt haben wir DLC in Schluchten des Todes. Ach, ich muss von hier? Ach du Scheiße. Alles klar, ich verstehe. Oh Gott, Alter. Der Sound ist übrigens überhaupt nicht laut. Laut. Na egal. Ich kann ja einfach lauter reden. Ich rede ja schon sowieso generell laut. Aber hey. So. Das habe ich mir schon gedacht. Nein, 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 Lara. Lara, warum gehst du nicht weiter? Ah. Warum geht sie denn nicht einfach weiter? Ich verstehe nicht. Sie bleibt einfach mitten im Laufen stehen.
Hallo? Macht das Seil los. Hallo? Sehr krass aus. Moin. Nein! Tschüss. Wie sie weggeflogen ist. Wie sie weggeflogen ist. Habe ich gar nicht gesehen. Oh Gott, nein! Ich dachte, der Wind wäre schon vorbei. Schade. Ja, gut. Komm, Wind. Da, Blätter. Ui. Jetzt aber. Oh Gott. Oh Gott. Warum tun wir das? Ich weiß. Oh nein, das ist wieder so ein Kantensprung, ne? Ja, genau. Vor wie so ein Dschungel hier. So. Das ist echt crazy. Alles klar. Alles gut. Alles gut, alles gut. La 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 la. Wenn man hier was übersieht, ne, dann ist man halt auch echt, ja, scheiße dran. Ich meine, wer macht das? Hier unten ist tot. Da ist komplett tot und du gehst hier an dieser kleinen Mini-Kante, hältst du dich einfach fest. Na moin. Oh, das sind Brücken. Cool. Ich würde diesen Ausblick gerne mit Sonnenschein sehen. Alter, wäre das cool. Das sah richtig gut aus. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich wusste es. Muss schnell sein. Hallo? Ja, es muss einfach nur schnell sein. Alter, die Musik ist laut. Der Wind hat die Strukturen über Jahrhunderte geschaffen. Alter, wieso ist das Spiel auf einmal so laut? Könnte das Jarks Blitzaxt sein? Ja, klar. Ich weiß nicht, wofür das Seil da sein soll. Thank you.
Ja, und jetzt? Nur mal so als Frage, was muss ich machen? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Könnte das Charles Blitzaxt sein? Was passiert, wenn das wieder zugeht? Ach ja, natürlich. Geschafft. Ach so, wait. Einfacher. Moin. Wie diese Stämme mit Gold durchsetzt sind einfach auch. Hui. Ohne Schutz komme ich nicht rüber. Warte, ohne Schutz. Das war's schon. Der Schild ist weg. Jonah! Lara, was ist los? Gib mir Koryanka. Koryanka. Der Schild ist nicht mehr da. Dann hat Amaru ihn schon. Er würde nicht riskieren, ihn in die Stadt zurückzubringen. Er muss noch tiefer im Berginneren sein. Okay, ich suche danach. Ach, ich dachte schon, Alter. Aber hey, immerhin die Fähigkeit. Freigeschaltet 1000 Augen. Überlebensinstinkte bleiben aktiv, wenn sie sich in Baumkronen oder mit Vegetation bewachsenen Wänden bewegen. Nice. Oh, das ist ja eine geile Fähigkeit. Das ist ja eine richtig geile Fähigkeit. Hierin ist das Ritual der Priesterweihe verzeichnet, von dem Koryanka sprach. Während der Säuberung nach den Katastrophen kommt die Sonnenfinsternis. Öffne mit dem Schlüssel von Chakchel die Schatulle und nimm Kukulkans Energie in dich auf. Alter, das ist voll geil, das hier. Das erste DLC war mit Explosionen, Gas und Lava und so ein Kram. Das hier ist mit Sturm, Regen, Schluchten und so ein Kram. Oh mein Gott. Heilige Scheiße! Ist doch so klar. Scheiße. Das war zu knapp. Ach so, das war zu knapp. Ach so, ja, natürlich. Und das hier ist nicht knapp, was du hier tust. Okay, hier unten ist Wasser vielleicht, ne? Aber du musst auch ins Wasser fallen. WTF, Lara, was tust du hier einfach nur? Tschüss. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Cool, der Regen ist weg. Der Regen ist weg. Ist das ein Bug? Hallo, Lara, kannst du bitte... Hallo? Oh, wie geil, dass der Regen weg ist. Spielbug. Ich finde es sehr schön, dass der Regen gerade weg ist. Weil es sieht halt echt cooler aus. Nochmal. Lol, der Regen ist wirklich gebuggt. Haha. Haha, Spiel. Regen ist gebuggt. Okay, ich habe eine Falle gesehen. Flomp.
Und hier soll der durchgekommen sein. Naja, ich weiß. Ich habe die Falle nicht gesehen hier. Hallo, ich habe meinen geilen Ultra-Instinkt hier. Ach nee, Überlebensinstinkt. Ultra-Instinkt, ja genau. Ah ja. Warum wusste ich, dass das passiert? Ich weiß es nicht. Wenn jetzt noch Piranhas kommen, ne, dann ist alles, ja. Ne? Okay, da sehe ich einen Eingang. Einfach durchrushen. So, Pilze haben wir genug. Ah, wir kommen immer weiter nach unten. Oh, hey, das sieht doch aus wie das Auge der Schlange. Das sieht doch aus wie das Auge der Schlange, oder? Das ist doch das. Das ist das Auge. Ja, guck mal. Ich dachte doch schon. Das ist doch das Auge. Cool. Boah, geiler Effekt. Regentropfen auf schwarzem Bildschirm. Nice. So. Gucken wir mal jetzt, ob dieser ultra laute Spielsound weg ist. Ich glaube, das war nur da hinten, wo es so gestürmt hat. Was? Als ob hier Enemies sind. Jetzt sind wir wieder in diesem komischen Tempelding? Ich sehe keinen. Okay, sind Enemies. Das finde ich jetzt nicht so gut. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich gehe einfach mal hier. So, hier gönnen wir das. Cool. So, wir haben bald diesen ersten Dings hier. Den Mam-Dialekt haben wir bald auf Maximum. Moment. Oh, fast fertig. Meine furchtlose Koryanka. Die Suche nach dem Schild muss warten. Ätzli wurde ergriffen und wird in der alten Kaserne gefangen gehalten. Ich hole ihn mit einem Trupp heraus, aber du musst uns den Weg öffnen. Du kennst dich dort viel besser aus als jede andere Person. Lara Croft, die Fremde, von der ich dir erzählt habe, wird uns ebenfalls helfen. Ich mag sie, Koryanka. Wir können ihr vertrauen. Pass auf dich auf. Okay. Das ist also wirklich dieser Tempel nochmal. Cool. Oh. Wie geil. Guck mal, das bleibt alles aktiv. Oh. Ach so, die haben Helme. Ja, okay, das wusste ich ja nicht. Ja, ich lass mich töten, ne? Also, ich lass mich töten, weil ich will das anders lösen. Tja, was machen wir jetzt? Holen wir jetzt erstmal den, ja, ne? Ich glaube, das ist die beste Taktik immer noch. Dann vielleicht hier rüber. Kann ich den von oben so killen? Ich
meine, der ist alleine, ne? Er muss schon freigeschaltet wie ein Shadow. Ja, ist ja, ja, wow. Dafür habe ich nicht genug Platz. Wie ein Schatten. Mishval, Tinzip Oltik, Kaukatuba, Tutanin Tipische. Pische? Boah, das ist schwierig. Wie kann ich die. Also, der obere wird nur gesehen, weil sich der gelbe umdreht. Aber der andere. Oh, geht der jetzt hier hinten hingucken? Natürlich scheiße. Was macht der da? Was? Kulaka Kalukachu? Ah. Mist, den wollte ich gerade weghauen. Warum kann ich mich hier nicht verstecken? Indikes Machimba Mantats. Geschmack. Oh, hi. Wenn der Martin willig mich bal. Wenn der sich umdreht. Kann ich den vielleicht weg? Nein, kann ich nicht. Scheiße. Yimike Makamukama. Ayumba. Und ich gehe mir zuerst den anderen holen, da hinten. Kantulaka Kaluchiku. Okay, der wird gesehen, aber auf, ah, von dem gelben da hinten. Ich muss den da snacken. Kankulaka Kaduchu. So, ich muss, glaube ich, erstmal den da hinten erledigen. Den da. Den muss ich erledigen. Problem ist, der wird gesehen von dem Typen oben. Ach, der wird auch noch von der Seite gesehen. Kann ich mich jetzt an dem Schlamm verstecken? Ah, jetzt geht's! Noch sieht er mich nicht.
Vielleicht kriege ich den gleich dazu, zu mir zu kommen einfach und den einfach wegzusnacken. Ah, scheiße. Aber der wird gesehen. Scheiße. Ja, okay, Silent funktioniert nicht ganz. Machen wir es halt so. Das waren schon alle. Ich weiß jetzt nicht, wo die Typen sind. Da oben. Schade. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ach, da hinten. Es gibt irgendwo einen Zugang. Alles ganz voll. Ehrlich, ey. Fuck you, ihr scheiß Typen. Weißt du, die haben so eine X-Ray-Sicht, wo die einfach genau sehen, wo du bist. Und die fangen auch einfach an zu suchen, so random. Da muss ein Zugang sein. Komisch irgendwie. Ja, Rauchbomben. Ich konnte eben diese scheiß Dose, die da steht, die konnte ich nicht greifen. Das war so nervig. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ah, komm. Wo sind wir? Und dann kommen wir irgendwann da wieder aus. Ach ja, wir sind ja wieder in diesem Bergtempel drin, stimmt. Aber hier steht immer noch 100% abgeschlossen. Nee, hier. Hä? Hä? Tempel 100% abgeschlossen. Ist das irgendwie falsch angezeigt oder was? Ja, es ist falsch angezeigt, okay. Aber ich muss die Folge mal beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.